tanzt vor ihm und lachst mich an, wie's alle Engel tun. Doch ich starb wie zu oft daran, ich bin längst schon immun. Und wer ist auch mein bester Freund, bei dem du heut Nacht warst? Das kostet mich ein Lächeln, weißt du das? Ich bin doch sowieso für dich das Letzte. Ich kann doch sowieso nichts mehr verlieren. Mein Seelenleben hängt total in Fetzen. Und doch würde ich's nochmal mit dir riskieren. Ich bin doch sowieso schon in der Hölle. Ich kann doch sowieso nicht tiefer fallen. Mir fährt das Schwert nicht mehr ins Herz, so wie beim letzten Mal. Und wenn ich dich auch ganz verliere und sterbe ohne dich, das kostet mich ein Lächeln und mehr nicht. Ich bin doch sowieso für dich das Letzte. Ich kann doch sowieso nichts mehr verlieren. Mein Seelenleben hängt total in Fetzen. Und doch würde ich's nochmal mit dir riskieren. Ich bin doch sowieso schon in der Hölle. Ich kann doch sowieso nicht tiefer fallen. Den Himmel mit dir hab ich längst vergessen. Und doch will ich dich noch. Das tut schon gut. Darf ich dich denn bitten, dass du da drüben mal Platz nimmst? Ich setze mich. Auf der Seite. Ich setze mich gerne zu dir. Ach, danke. Aber ist das nicht lieb? Ja, ne? Einmal so gemacht. Wir wollen uns ein bisschen unterhalten. Ja. Da ist viel über dich geschrieben worden. Ja, dieser. Und selbst die Bild-Zeitung hat also etwas Falsches geschrieben. Ich habe das gerade vorhin dem Marc Pittelkau gesagt. Da stand nämlich der Manager. Das war nie dein Manager, der Herr Dietrich, ne? Nein, das war nicht mein Manager. Wie kam der an so viel Kohle von dich? Durch dich? Du, ich war jung und ich habe in einer Pizzeria einen kleinen Sechszeiler unterschrieben. Auf dem Bierdeckel? Ja, so, unterschreib mal schnell. Und da habe ich natürlich kurz überlegt, machst du das jetzt? Aber das war mein Freund. Ich habe gesagt, wir müssen aber noch so ein bisschen von dem drüber reden, falls da. Da stand ja noch gar nichts. Ich hatte gerade Verdammt, ich lieb dich geschrieben. Und den hatte ich unterschrieben. Das war und das aufgenommen zu der Zeit. Das war aufgenommen. Ich habe das unterschrieben und damit muss ich heute leben. Wie viel hat der von dir schon bekommen jetzt in der Zwischenzeit? Über den Daumen? Nichts Falsches sagen, Anwälte hören auch zu, sehen immer unsere Sendung. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich. Ich schätze irgendwo zwischen 3 und 7. Das hat sich schon gelohnt. Das musst du aber nicht genau wissen, wie viel es war. Du, das machen, da um die Zahlen, damit ich nicht jedes Mal einen Nervenzusammenbruch kriege und sage, aua. Da kümmern sich alle. Belügst du dich selber? Nee, ich habe das auch ein bisschen weggetragen vor ihm. Ich habe gesagt, ich will darüber einfach nicht mehr nachdenken. Und ich habe 9 Jahre versucht, etwas zu erreichen, was für mich auch moralisch einfach ein Recht war.
dass die Sachen, die ich auch schreibe, dass ich dafür auch mein Geld kriege. Das war dann nur so ein bisschen, aber das hat eben nicht funktioniert. Und ich habe das verloren vor Gericht, dann muss ich das auch bezahlen. Nun ist dein Album Wolkenreiter da. Ja. Und das ist ein tolles Album, sind wunderschöne Titel drauf. Ja, nicht nur dieser eben gehörte, sondern richtig schöne Sachen drauf. Also ich hoffe, dass du recht bald das bezahlen kannst, was du ja auch bezahlen willst. Ich muss. Aber im Moment geht es nicht. Nee, ich hab ja mal auf meinem Girokonto nachgeguckt und da liegt keine Millionen rum im Moment. Sag mal, ich war letzte Woche, ich kenne ja deine Frau Michelle länger als du sie kennst. Also sie hat mir ohne weiteres auf meinen Bitten hin etwas ausgehändigt von dir. Ein Eigentum von dir. Das habe ich hier. Darf ich das mal haben? Ist das deine Gitarre? Wo hast du die denn her? Ja, von Michelle. Es ist deine. Ja. Oder? Habt ihr sie auch gestimmt? Naja, du, wer soll die gestimmt haben? Das weiß ich nicht. Guck mal. Hör mal hören. Ist okay. Ist okay. Sag mal, jetzt habe ich eine Frage. Hast du ein Bild von deiner Tochter dabei? Jeder Vater hat ein Bild von seiner Tochter. Das hab ich gehofft. Zeig sie doch mal. Aber ein klitzekleines. Da müsst ihr ganz dicht ranfahren, wie eine Briefmarke. Mach doch die mal ganz groß hier, die kleine Marie-Louise. Habt ihr sie groß gemacht? Ich sehe sie mal nicht auf dem Schirm von hier. Ja, jetzt sieht man sie richtig gut. Fällt dir jetzt so spontan irgendwas ein? Ich halte dir das Bild hin. Und du dichtest jetzt irgendetwas und singst irgendetwas auf diesen kleinen Erdenbürger? Oh oh. Oh oh. Okay. Ich versuche das mal. Ich mache jetzt ganz einfach C-Dur, F-Dur. Brauchst du das Bild davor? Aber es ist auch schön, dich anzuschauen. Aber ich. Ach, ist das lieb von dir. Pass auf, ich mach das mal. Ich will, dass du sie liebst, diese wilde Welt. Ich werde alles tun, dass es dir je gefällt. Ich will dein Vater, will dein Freund und dein Beschützer sein. Doch jetzt schläfst du noch ein bisschen, du hast so viel Zeit, Marie. Ich hätte jetzt auch mit Marie-Louise enden können, aber Louise reimt sich nicht, aber Marie. Marie. Schön ist das. Und das will ich auch. Das war nun ganz spontan. Das wird ist nicht auf, aber auf, du hast auch auf Wolkenreiter etwas, was eigentlich, hätte mir das ja ganz angehört. Und das ist wunderschön gemacht, die CD. Da ist auch was drauf, auf die Kläne. Da ist auch ein Titel für sie drauf, wo ich eben auch eine Idee geklaut habe. Weil ich finde diese Idee, jemanden mitzunehmen. Und schlafe weiter, kleine Prinzessin. Ja, und auch der Gedanke, jemanden wirklich mitzunehmen und du hörst versuchen. Mir gar nicht zu. Dazu, ich bin gerade so ergriffen von diesem das Bild in meiner Brusttasche. Und du hast was gemacht? Bei dem Lied jetzt? Du hast was geklaut, hast du gesagt. Ich sage, ich habe bei mir selbst gerade diese Zeile geklaut. Ich will, dass du sie liebst, diese Welt. Ja. Und das will ich. Ich will, weil ich finde das Leben wirklich extrem lebenswert, auch wenn es mal hoch und runter geht. Das gehört dazu. Ne? Aber ich hab etwas, auch bei dem ganzen Stress, den ich habe etwas mir erhalten dürfen. Ich darf hier sitzen und Musik machen. Und das kann mir siehst du keiner da vorne nehmen. Unsere Tina, die winkt immer und sagt mir die längst über die Zeit. Aber mit dir plaudern macht immer wieder Spaß. Dankeschön, Matze, Matthias Hein. Danke dir.